meiner Heimatstadt Gera. Die Weiße Elster fließt durch, der Maler Otto Dix wurde hier geboren und Wolfgang Tiefensee. Seit der Bundesgartenschau 2007 sehen hier Straßen und Fassaden aus wie neu. Die ersten 16 Jahre meines Lebens habe ich in Lusern verbracht, dem größten Neubaugebiet der Stadt. Es war eine schöne Zeit. Schule und Kaufhalle waren um die Ecke. Alle meine Freunde wohnten in meiner Straße. Als die Wende kam, zogen wir weg. Ich frage mich, wie es sich heute hier lebt. Jana Walowczyk und ich kennen uns aus dem Gymnasium. Gemeinsam büffelten wir für das Abitur. Vor 5 Jahren zog sie wieder hierher. Ich habe hier eine Ecke erwischt, die echt ruhig ist und grün und also längst nicht so belebt, wie ich dachte. Ja. Und ich meine, man sieht es ja hier, ne? Das ist einfach schön. Ja. Und möchte erstmal auch nicht wieder weg hier. Für uns und viele andere war Wohnen im Plattenbau in den 80ern Luxus. 45.000 Menschen zogen innerhalb von 10 Jahren nach Lusern. Jetzt ist es noch rund die Hälfte. Heute sind die Wohnungen günstig, es lebt sich gut. Dennoch seien viele Leute frustriert, erzählt mir Jana. Irgendwie unzufrieden. Ich glaube, dass viele Leute das Empfinden haben, dass die Politik, die jetzt im Augenblick betrieben wird, einfach nicht mehr bürgernah ist. Die Daumenschrauben wurden ja über die Jahre irgendwie auch immer mehr angezogen, was Kosten und so angeht. Und dann bekommen die Leute auch noch mit, dass irgendwelche Versprechen nicht eingehalten worden sind. Ja, und dass es irgendwie nicht vorwärts geht und sich nichts ändert. Und dann kann ja irgendwann auch Frust entstehen. Ja. Und dann verwundert es mich persönlich auch nicht, dass die Leute eben, um es mal so auszudrücken, nach einer Alternative suchen. Wie sehen das die anderen Bewohner im Viertel? Ich begleite die studierte Sozialpädagogin zum Wahlbüro. Seit Jahren hilft die 39-Jährige ehrenamtlich als Wahlhelferin. Am Abend zählt sie hier in Gera Lusern mit anderen die Stimmen aus. Steh, Linke. Die ersten Buchrechnungen haben ja jetzt gesagt, dass die Linke vorne liegt. Es ist doch hier ein bisschen anders in Gera Lusern. Genau, hier ist die AfD etwas weiter vorne. Nicht viel, aber geringfügig besser. Haben Sie irgendwie eine Erklärung, warum hier mehr AfD gewählt wird? Na, ich denke mal, hier ist so mehr das Ballungsgebiet, wo sehr, sehr viele unzufrieden sind. Und jetzt das Chaos, was jetzt noch kommt mit den CO2-Steuern und den ganzen Scherz, genau, mit den Diesel abschaffen und bauen Autos mit Batterie, die haben noch viel mehr, machen die Schaden. Wo schaffen sie die Lärmbatterien hin? In Thüringen ist ja Björn Höcke, der ja noch mal einen radikaleren Ton vielleicht anschlägt als andere AfD-Mitglieder. Nee, würde ich nicht sagen, dass der einen radikaleren Ton anschlägt. Er hat eine deutliche Stimme. Und er sagt den Leuten, worauf es ankommt, was geändert werden müsste. Aber er darf zum Beispiel als Faschist bezeichnet werden offiziell. Und was Faschismus in Deutschland war, das wissen wir alle. Ja, na klar wissen wir das. Ja, aber das ist richtig. Aber ich denke mal, das kommt aber von anderen Parteien, die ihn, sag ich mal, runtermachen wollen, dass die Leute nicht ihn wählen. Obwohl in Gera die meisten links gewählt haben, hat jeder Dritte für die AfD gestimmt. Mehr als anderswo in Thüringen. Was suchen die Leute? Einfache Lösungen für unsere komplexe Welt? Wir nähern uns der Firma Elektronikon, einer Ausgründung aus dem VEB Elektronik. Meine Mutter, eine Ingenieurin, hat hier gearbeitet, so wie ihr Kollege und Freund Siegfried Lindig. Ja, hallo, hallo, Claudia. Wieder mal in Gera. Ja, sehr schön. Geht's dir gut? Ja, den Umständen entsprechend kann ich schon bejahen. Ja. Ja. Schön, dass wir uns wiedersehen und dass das geklappt hat. Es ist jetzt hier nicht so der schönste Ort. Früher sah es mir hier anders aus. Ja, das war vieretagig und die Räume auch entsprechend höher. Da hast du meine Mutter kennengelernt. Ja, die war in unserer Gruppe mit drin. Bei Elektronik wurden auch Kassettenrekorder für westdeutsche Versandhäuser wie Neckermann produziert. Doch ab Anfang der 1990er Jahre galten Geras Industrien als nicht mehr wettbewerbsfähig. Ebenso der Maschinenbau und der Uranabbau. Die größten Arbeitgeber brachen weg. Dabei war Gera einst eine reiche Stadt. Meine Mutter wurde 1992 entlassen, so wie rund 2500 Angestellte des Betriebs. Lindig ist damals Ende 30. Der promovierte Physiker findet im Westen neue Arbeit. Mehr als 10 Jahre pendelt er, denn im Raum Gera gab es kaum neue Perspektiven.
Hätte es da Chancen gegeben, die Betriebe doch zu erhalten? Also dieser Ausverkauf, das war ja nicht nur Elektronik, das war ja auch die WEMA und Modedruck. Viele Firmen, die sind auch, muss man schon sagen, totgemacht worden, um Konkurrenten auszuschließen. Was man sich erschlossen hat, das ist der Konsummarkt. Das blühte ja hier auf, eine Verkaufsstelle nach der anderen. Das war ja ein leichtes. Aber dass größere Unternehmen, vor allen Dingen irgendwelche Konzernmetropolen, hier angesiedelt worden sind, das ist völlig außen vor geblieben. Und man hat auch versäumt, glaube ich, Forschungseinrichtungen oder Bundeseinrichtungen hierher zu bringen. Heute gibt es hier mit 8% mehr Arbeitslose als im Rest des Landes. Die Bevölkerung ist um ein Drittel geschrumpft. Für Lindig wählen viele aus Protest. Die eigene Bevölkerung ist durch die ganzen Maßnahmen von der SPD, von Herrn Schröder, sehr stark beeinträchtigt worden. Und gerade hier in östlichen Bundesländern sind die Auswirkungen gravierend. Vor allen Dingen, was jetzt noch kommt, die Altersarmut dazu. Und das haben die Leute nicht vergessen. Deswegen SPD, deswegen sind die Werte auch so schlecht. Von 1977 bis 2004 war Roland Geipel Pfarrer im Gemeindezentrum in Gera-Lusern. Als Jugendliche war ich bei ihm in der Christenlehre. Er war immer offen für Kunst, Musik und Andersdenkende und hat viele Ausreisewillige in der DDR begleitet. Diese tollen Gottesdienste, die Sie organisiert haben, das ist ja das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben sind. Ja, also das, die kann ich so also jetzt nicht mehr halten. Ich weiß noch, Sie haben Erich Fried Gedichte gelesen. Ja, da war ich ganz großer Fan. Das ist ja stark. Ja. Geipel war viele Jahre Seelsorger. Er kennt die Sorgen und Nöte der Leute hier. Sie vertrauen ihm. Gerade deshalb lassen ihn die Wahlergebnisse ratlos zurück. Dass es so gekommen ist, überraschend. Insofern überraschend, weil den Herrn Höcke, wenn ich den höre und auch jetzt, wie er danach geredet hat, das ist die Grenze, das ist grenzlastig. Seine Äußerungen, auch andere AfD-Leute, warum bedienen die sich des Gedankengutes aus der Nazizeit, ist für mich unerklärlich. Geipel ist Querdenker. Ende der 60er Jahre kam er aus dem Westen in den Osten. Die Stasi klebte an seinen Fersen. 1989 aber kämpfte er für die Freiheit, hielt Friedensgebete. Für seine Rolle in der Wendezeit ist ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen worden. Und aus meiner Sicht und für mich persönlich, die Einheit Deutschlands, die war im Blick, die wollte ich immer. Der Mauerfall ist genau 30 Jahre her. Die ersehnte Freiheit ist da, aber auch gleichzeitig Unzufriedenheit. Für den Geraer Ehrenbürger dreht sich heute zu viel um Konsum. Zudem gäbe es weniger Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und wenn wir uns auch sagen lassen müssen, es werden mehr ärmer und haben auch nicht das, sind nicht in dem sozialen Gefüge drin gegenüber denen, die reicher werden. Die Häuser, die heute hier und da gebaut werden, mit einem Komfort von 30- bis 40-Jährigen. Geipel spricht auch vom Individualismus und dass viele nur um sich selbst und ihren eigenen Vorteil kreisen. Manchmal würde ich dann aber rückfragen, was machen Sie auch für die Gesellschaft?